Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitag, früher Nachmittag. Rafi und ich erledigen noch ein paar Kleinigkeiten, bevor wir dann zu seiner Entlassungsfeier abdüsen. Ja, und wie immer ist das der Geschirrspüler. Rafi habe ich gerade gebeten, Müll rauszutragen und selber räume ich schnell den Zauberkasten aus und das, was da steht, auch gleich ein. Rafi hilft mir ein bisschen, damit das Ganze einfach schneller geht. Ich muss noch ein bisschen was sauber machen. Das Übliche halt. Täglich grüßt das Murmeltier. Vor allem, wenn es um Leben einer Mama angeht. Ich muss in den Geschirrspüler jetzt noch einmal Klarspüler nachfüllen. Und dann schmeiße ich den Kasten auch an. Danach, ja, ein bisschen hier und da noch was aufräumen. Sauber wischen, damit die Küche einigermaßen in Ordnung ist, wenn wir losfahren. Dann kann ich einfach besser, wenn ich wieder da bin, alles schnell fürs Wochenende kochen und backen. Ja, und jetzt wird sich aufgebrezelt. Man will ja schon zu so einer Veranstaltung etwas aufgehübschter gehen. Also mache ich mir schnell die Haare. Das ist natürlich bei mir mega einfach. Und dann male ich mir ein bisschen mein Gesicht an. Ja, so ein bisschen Augenbrauen und Augen, Lippen. Aber nicht viel. Also ganz so dolle schminke ich mich nicht. Ich benutze jetzt keine 5 verschiedene Töne nur für die Haut oder so, einfach nur meine getönte Tagescreme, die reicht mir vollkommen aus. Und dann einfach nur ein bisschen Wimperntusche und sowas. Mehr ist das nicht. Danach mache ich mir noch meine Ohrringe rein, die habe ich letztens fürs MRT abnehmen müssen. Und seitdem laufe ich erstmal ohne, also heute einmal wieder rein. Und dann bin ich eigentlich auch schon fast fertig. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich stehe gerade im Badezimmer, weil ich mich fertig mache zum Heulen fahren. Ja, in ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde oder so fahren wir los, Rafi und ich. Die anderen sind nicht vorhanden, Dirk und Christian sind logischerweise bei der Arbeit, Isabel ist noch in der Schule. Also ist es wieder an mir, dass ich bei so einem Ereignis dabei sein werde, alleine wohl, außer jetzt ganz plötzlich irgendeiner doch noch auftaucht und mit will, was ich aber sehr bezweifle. Wir fahren gleich los. Heute ist Entlassungsfeier bei Raphael in der Schule. Genau, ich werde mich natürlich jetzt noch umziehen, aber die Kriegsbemalung steht schon mal, die Haare sitzen auch einigermaßen. Bei mir ist es ja richtig unproblematisch, was das angeht. Genau. Und dann fahren wir los.
Also, Thomas, du hast mir geschrieben mit ein bisschen Schminke und so. Hast du sowas gemeint? Oder ist das jetzt irgendwie was nicht richtig oder so? Ich bin da ehrlich gesagt, ja, nicht ganz so. Ja, normalerweise schminke ich mich so gut wie gar nicht. Einmal ein bisschen Wimperntusche und meine getönte Tagescreme und das war es dann. Aber eben zu solchen Ereignissen will man schon ein bisschen hübscher aussehen, vor allem weil wir nachher wahrscheinlich noch Fotos machen werden und so. Ja, ich hoffe, das ist okay so, wie ich gerade aussehe. Und ich wollte euch was erzählen. Ich war heute sehr, sehr überrascht tatsächlich, als morgens mein Handy klingelte und die Klinik aus Travemünde dran war. Ihr Lieben, ich habe jetzt schon den Vorgespräch. Es ist zwar erst am 30. Juli, aber bis dahin ist auch gar nicht mehr so lange hin, ne? Es sind ja nur noch 1,5 Monate. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell passieren wird. Sie wollte mir sogar schon den Termin am 26. Juli geben, aber direkt an dem Tag hat Rafi Geburtstag. Da fahre ich garantiert nicht in irgendeine Klinik oder sowas. Ich habe ihr dann auch gesagt, also, da hat aber mein Sohn Geburtstag und die meinte, nee, 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 auf gar keinen Fall, das darf man nicht. Bleiben Sie an dem Tag zu Hause, ich finde für Sie einen anderen Termin. Und dann hat sie mir einen Termin ein paar Tage später gegeben. Wir müssen schon um 9 Uhr, oder ich muss schon um 9 Uhr da sein. Das heißt, ich werde das gleich, wenn er da ist, mit meinem Mann besprechen. Und ich denke, ich werde uns dann einen Kurzurlaub an der Ostsee buchen, wenn es noch geht. Dass wir vielleicht eine oder sogar 2 Nächte irgendwo da in einem Hotel oder Pension oder sonst wo verbringen, damit wir nicht morgens um 6 von hier losfahren müssen, um pünktlich in der Klinik zu sein an dem Tag. Ich denke, das bietet sich an. Und das werden wir bestimmt einrichten können, weil gerade da auch Dirk Urlaub hat, ne? Betriebsferien von der Firma. Ich denke, das müsste eigentlich klappen. Ich glaube, die Jungs sind auch zu der Zeit auch schon irgendwo an der Ostsee. Die haben nach Rafis Geburtstag eine Woche Männerurlaub gebucht. Auch so eine Ferienwohnung wie letztes Jahr, nur diesmal ohne Easy. Ja, das würde eigentlich ganz gut passen. Aber das muss ich noch erstmal mit Schatzi besprechen, was er davon hält, dass wir dann vielleicht 2 Tage oder so, oder 3 vielleicht sogar, werden wir sehen, an der Ostsee verbringen. Wenigstens etwas. Einmal raus, einmal Meeresluft schnuppern und so. Das würde natürlich richtig cool werden, wenn es klappt. Genau, aber jetzt schmeiße ich mich ins Kleid, gucke, wie Raphael mit seinem Anzug und so weiter klarkommt und dann geht's auch schon los. Aber bevor wir abhauen, zeige ich euch natürlich, wie wir dann aussehen. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt in dieses Kleidchen geschmissen und hier ist mein Ein schicker kleiner Mann. Sohn, mein schicker kleiner Junge in seinem neuen Anzug mit Kette und richtig Armbandring. schick, wirklich Armband und Ring und alles. Ja, jetzt noch die Schuhe, passende Schuhe. Ja, das meinte ich so als Sneaker-Anzug. Ja. Und meine Männer sind gerade pünktlich angekommen. Dirk schmeißt sich gerade auch in passende Klamotten rein. Ah, Papa passend halt. Und Obwohl ich den dann Anzug jetzt auch fahren eigentlich wir, ganz sehe. nee, dann fahren wir los. Das ist jetzt das Kleid. Ich habe jetzt nicht das neue Schwarze angezogen, sondern das etwas ältere. Ich finde, das passt auch sehr gut. Vor allem ich passe da sehr gut rein. Das ist Papa sieht auch auch schön aus, wichtig. tatsächlich. Hm? Papa Und sieht auch jetzt fancy geht's aus, los. tatsächlich. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. So dolle geheult habe ich gar nicht, man kann ja sehen, ne? Doch, ein bisschen habe ich schon ein paar Tränchen vergossen. Hier ist ein Blümchen, hat jedes, ich will mal Kinder sagen, jedes Kind in die Hand bekommen. Und hier sehr langweilig, muss ich sagen, so die Aufmachung. Bei den anderen dreien war es anders, da war auch alles ein bisschen bunter und hübscher gemacht. Und hier ist dann auch sein Zeugnis. Erweiterter Sekundarabschluss 1. Mamas Stolz. Ja, ist tatsächlich so. Ich bin mega stolz auf mein Kind.
Es ist ein Erweiterter und er macht weiter. Aber nicht als einzig. In der Parallelklasse war nur ein Mädchen, das weitermacht. In Ralfis Klasse sind es, glaube ich, 8 Leute mit ihm zusammen oder sogar 10, die weiter jetzt Abi machen. Ups, sorry ihr Lieben, der Akku war alle und der Speicherplatz auf einmal voll. So, jetzt nochmal. Hier ist Zeugnis drin. Erweiterter Realabschluss auf jeden Fall. Ja, und dann wurde eben ne, so gesagt, und das ist tatsächlich so, ich habe dann auch eine Freundin gefragt, die ihr Kind in der Parallelklasse hatte. Es ist tatsächlich so, dass aus der Parallelklasse nur ein einziges Mädchen weitermacht, also E-Stufe und dann Abi. Aber aus unserer Klasse sind das mindestens 8, ich glaube sogar 10, Reife inklusive, die dann weiter noch zur Schule gehen und Abitur machen wollen. Bin ich natürlich mega stolz. Ein paar Tränchen sind auch vergossen, das ist doch klar, ne? Auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht in 3 Jahren wieder da sitze und dann auch wirklich zum allerletzten Mal ein Kind auf der Bühne bewundere, wie es dann sein Zeugnis bekommt und so. Aber trotzdem ist das schon eine ergreifende Geschichte jedes Mal. Ich bin ja schon ein alter Hase, wie eine Lehrerin meinte. Ne? Das ist jetzt Manuel 2, Isabel 2, Christian 1 und Ralfi jetzt der 6. Das 6. Mal, dass ich da bei so einer Veranstaltung gesessen habe. Ne? Aber jedes Mal ist es trotzdem irgendwie so im Herzen so. Ja, ich glaube, ihr versteht mich. So, dann haben wir auch auf dem Rückweg, also weil es jetzt vorbei war, Fotos gemacht und so. Und dann haben wir ihn bei einem Freund abgeliefert. Da ist nämlich auch Abschlussball irgendwas. Und da wurde er eingeladen und fährt mit. Das heißt, den haben wir jetzt gar nicht mit nach Hause gebracht. Der wird morgen irgendwann mal nach Hause gebracht oder einer von uns muss ihn dann abholen oder irgendwie sowas. Und dann versucht er noch auf den letzten Drücker jetzt für den morgigen Abschlussball von ihm Tickets zu kriegen. Es kann ja sein, dass da jetzt irgendwas noch möglich ist. Ansonsten, ja, in 3 Jahren dann halt. Ne? Auf seinen Abschlussball wollte er eigentlich nicht gehen, aber jetzt haben ein paar Freunde von ihm eben so, naja, mussten erstmal runterziehen, um aufs Dach zu geben. Ne? Aber vielleicht mal gucken, werden wir sehen. So, und dann waren wir bei Lidl. Es gibt heute tatsächlich wieder einen kleinen Food Hall. Dirk musste nämlich Grillkohle besorgen für die Pfadfinder für Sonntag. Wir haben ja Sommerfest, das wird gegrillt. Und natürlich haben wir jetzt keine 4 Säcke Grillkohle zu Hause parat. Also mussten wir das besorgen und dann bin ich einfach mit reingegangen, habe dann nochmal Wasser mitgenommen und mit zum Mix und nochmal Saft und hier ein paar wirklich winzig kleine Kleinigkeiten und ich habe dann mit der App 3 Sachen gratis gehabt und über 6 Euro insgesamt dann gespart. Was habe ich mitgenommen in der App? Günstiger Ciabatta Brot, ist noch richtig warm, gerade frisch. Dann habe ich hier einmal so ein Dinkel-Sandwich mitgenommen. Schmeckt sehr gut. Dirk hat hier Earl Grey Tee dabei. Gratis. War das hier zum Beispiel, entweder das oder eine Cremedusche. Ich habe diese mitgenommen. Blumenwunder. Duschgel. Oder man hätte irgendwie sowas wie, was heißt das? Vitaminwasser. Nur hatten sie keins. Also habe ich jetzt Duschgel mitgenommen. Dann habe ich für die Jungs wieder mein Gebot immer noch deutlich günstiger als woanders. So ein Karamellkrokant Cappuccino mitgenommen. Ob nur jetzt für hier oder Manuel nimmt das mit nach Oldenburg. Dann habe ich auch mal nochmal Mehl mitgenommen und günstiger in der App Zucker. Weil ich muss backen. Easy will backen und so weiter. Also easy für Dienstag, glaube ich, oder Montag. Dann habe ich jetzt keine Nutella, aber hier Nuss-Nougat-Creme mitgenommen. Muss ja nicht immer das teure Nutella sein.
Dann habe ich auch was Ungesundes wieder. Also ist nichts Gesundes großartig dabei heute. Energy Drinks. Monster für Manuel und Red Bull für Raphael. Hatten sie sich erwünscht. Beides ohne Zucker steht drauf. Dann gratis in der App auch. Entweder das oder Eis. Da Dirk aber Eis so mitgenommen hat, habe ich jetzt Pommes mitgenommen. Und Dirk hat das hier in den Einkaufswagen geschmissen. HSS Stufenbohrer. Ist gerade alles wieder von Parkside im Angebot. Ich frage mich manchmal, haben wir jetzt einen Supermarkt, ist das jetzt ein Discounter oder ist das ein Baumarkt? Andauernd dieses nervige Werkzeugsdingsbums im Angebot. Dann habe ich das hier mitgenommen, weil ich nichts rausgeholt habe. Für morgen muss ich ja gleich noch irgendwas kochen. Ich habe hier Hähnchengeschnetzeltes mitgenommen, ist im Angebot. Werde ich gleich ganz schnell für morgen was machen. Auch gratis, entweder das oder Milch, Biomilch. Ich habe Sourcreme mitgenommen, weil das bei uns mega gerne gegessen wird. Und jetzt Eis. Schatz hat die beiden mitgenommen. Einmal Brombeerjoghurt und dann Vanille-Schokolade von Mövenpick. Und ich habe aus der App, ist auch günstiger, gerade alles von Schöler, Nestle, Schöler und so, ne? Die Wassermelonen habe ich dabei. Essen die Kinder sehr, sehr gerne. Und auch in der App günstiger, Magnum. Esse ich sehr gerne. Magnum oder Milka, das ist richtig lecker. Ja, das ist alles. Ne? Wie ich schon gesagt habe, hinten habe ich noch Wasser, Saft und Mezzomix stehen lassen. Das ist wieder so ein Mini, Mini, Mini. Ich glaube, das ist der vierte Haul für diese Woche. Aber ist nun mal so. Wenn man dann unterwegs ist und sowieso reingeht, dann fällt in einen oder das andere mal ne, ein, das man braucht, fehlt gerade oder aufgebraucht, wie auch immer. Deswegen passt schon. Das ist jetzt mein Mini-Mini-Einkauf für heute und jetzt werde ich das schnell verräumen oder ich rufe die Kinder, dass sie das schnell verräumen. Und dann muss ich fürs Wochenende was vorbereiten für morgen. Sonntag sind wir ja alle auf dem Sommerfest, aber für morgen brauchen wir alle was zu essen. Und dafür werde ich gleich schnell was kochen und backen. Und für Sommerfest werde ich das, ich nehme mal an der Nacht auf Sonntag machen. Ja, genau, bis gleich. So ihr Lieben, ich habe mich umgezogen, wir haben schon gegessen, Isi ist auch schon weg, die hat nämlich eine Verabredung mit ihrer Freundin, ja, von der Schulzeit noch, ihre Freundin, mit der sie nach Möglichkeit eben Zeit verbringt, die gehen jetzt ins Kino, die gucken, alles steht Kopf, glaube ich, den Film, den zweiten jetzt, ne, der rausgekommen ist. Ja, Rafi ist auch nicht da. Ein Geschirrspüler habe ich schon aus und eingeräumt, ein bisschen und so weiter und so fort. Und jetzt mache ich schnell was für morgen. Morgen muss ich dann entweder Reis in den Instant Pot schmeißen oder Nudeln kochen, irgendwie sowas, was ganz schnell dann geht. Und dann haben wir auch was zum Essen. Und zwar mache ich jetzt Hähnchengeschnetzeltes. Mit ein bisschen minimalem Gemüse drin und Frischkäse, rote Paprika kommt mit rein. Da kommt einer meiner. Schatzi, ja? Wenn du gleich gegessen hast, ja, hallo, kannst du bitte Gewächshäuser gießen? Ja, klar. Ich habe nicht geschafft. Ich muss jetzt für morgen was zu essen machen und ja, genau. Ja, und hier habe ich jetzt schon alles vorbereitet. Die Pfanne
mit ein bisschen Öl drin. Und als erstes brate ich. Soll ich am besten welche weggehen oder soll ich bleiben? Weiß ich nicht, wie du willst. Brate ich die Zwiebel an. Bei mir kommt diesmal nur Zwiebel, eine große, die große Gemüsezwiebel, zwei Möhren, drei Paprikas und eine Solo-Knoblauch mit rein. Das reicht, denke ich mal, vollkommen aus an Gemüse. Wird dann so eine Soße sein. Und als erstes brutzele ich die Zwiebel an und dann kommt der Rest. Und während die Zwiebel hier vor sich hin brutzelt, kann ich wieder ein bisschen noch mit euch blabla machen. Ja, ich habe Dirk meinen Vorschlag unterbreitet und er ist einverstanden. Wir machen Ende Juli einen Kurzurlaub. Ich freue mich schon so drauf. Ich muss jetzt nur noch finden, wo. Ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach wird, in Travemünde oder in der Nähe irgendwo da was zu finden für vielleicht 2 Nächte für uns beide. Die Jungs sind dann auch schon im Urlaub. Isi bleibt dann mit ihrer Freundin hier, hüten dann die Katzen und das Haus. Und wenn wir wieder da sind, Dirk und ich, dann fährt Isi weg zu irgendeinem Kumpel. Ja, so sehen die Pläne aus jetzt für Ende Juli nach Raffis Geburtstag. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell mit der Klinge geht. Jetzt das Vorgespräch und danach bin ich sehr gespannt, wie bald ich dann schon meine 2 Wochen da antreten darf. Das wird sehr interessant. Also, falls einer von euch da oben wohnt und vielleicht irgendwas weiß, wo Dirk und ich für 2, vielleicht sogar 3 Nächte nicht unbedingt teuer unterkommen kann, um einfach mal so ein bisschen Zeit da zu verbringen, meldet euch bitte. Ja? So, guckt mal, die Zwiebeln, die haben jetzt schon goldene Farbe angenommen. Deswegen gebe ich als nächstes einfach mal das Fleisch mit rein. Was hast du noch für dich, Mama? So was wie geschnetzeltes, Hähnchen-geschnetzeltes, ja, für morgen. Und dann muss ich nur irgendwie was dazu, Nudeln. Beilage, Nudeln oder Reis im Instantpot oder sowas. Und dann haben wir was zu essen. Heiß geht immer. Ja. So, und jetzt brate ich einfach das Fleisch mit an. Und zwar so ein bisschen gründlich, ne, damit es auch ein bisschen Farbe schon annimmt, bevor es weitergeht. So, ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe jetzt abgewartet, bis die ganze Flüssigkeit vom Hähnchengeschnetzelten weg ist. Ne? Das Zeug gibt ja, das Fleisch gibt ja ordentlich Saft, sodass das Fleisch auch wirklich jetzt ein bisschen angebraten ist. Ne? Man kann sehen. Und jetzt geht's einfach weiter. Ich gebe die Möhren rein. Paprika. Und brate das Ganze auch noch ein bisschen mit an und dann kommt der Knoblauch dazu. Damit es ja, nicht verbrennt. Knoblauch ist ja ganz fein geschnitten, ne, wie immer. Mit dem Spicy von Nicer Dicer. Der ist wirklich ganz, ganz klein. Deswegen gebe ich ihn jetzt noch nicht. Ich möchte erstmal, dass die Möhren und Paprika ein bisschen auch anbrutzeln. So, auch das ist jetzt ein bisschen angebrutzelt, ein bisschen angebräunt. Also gebe ich jetzt Knoblauch rein und röste den nur ein paar Sekunden mit an. Einfach nur so, dass es einmal mit der Pfanne in Berührung kommt. Und jetzt wird mit Sahne, oder ich habe hier so haltbare Kochsahne, aufgegossen. Es wird bestimmt nicht reichen, diese 2 Päckchen. Ich werde noch ein bisschen Milch dazu geben, gleich Wasser, damit auch ordentlich Sahne dabei, meine Soße dabei ist.
So, hier habe ich jetzt ein bisschen Wasser mit reingetan. Dann sind die Päckchen auch sauber. Aber natürlich ist hier nicht genug Soße jetzt. Deswegen verlängern wir die ganze Geschichte einfach mal mit Milch. Oder Wasser. Wie man es mag. So, jetzt sieht das besser aus. Jetzt habe ich auch ordentlich Soße. Genauso wie ich das mag. Gewürzt habe ich noch gar nichts, deswegen jetzt Salz, ordentlichen Schwung Paprikapulver, Pfeffer. Und dann Frischkäsebecher, rote Paprika habe ich hier. Und davon gebe ich auch eine gute Portion mit rein. Ich mag das sehr gerne, wenn in der Soße sowas drin ist. Und einrühren. So, jetzt probiere ich, ob ich genug Salz drin habe. Ja, Salz ist tatsächlich genug. Nur noch ein bisschen was Grünes mit rein. Kräuter. Ich habe hier Basilikum. Und Dill. Upsala. Okay. Und jetzt darf das Ganze einfach noch eine Zeit lang garen. Bei etwas schwächerer Hitze auf jeden Fall. Ich mache das mal auf 5. Einfach jetzt ein bisschen brutzeln lassen. Also würzen könnt ihr natürlich, wie ihr lustig seid. Andere Kräuter, was ihr mögt. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich werde gleich noch vielleicht, wenn ich im Garten... Doch, ich gehe einfach in den Garten... Hole Schnittlauch und gebe den auch noch mit rein. Aber im Grunde genommen ist das jetzt auch schon alles. Vielleicht werde ich am Ende noch ein bisschen Soßenbinder oder Speisestärke oder irgendwie sowas noch mit einrühren, damit das Ganze ein bisschen sämiger ist. Aber... Ansonsten ist das jetzt auch schon gewesen. Das ist jetzt mein Essen für morgen. Einfach jetzt noch, bis das Gemüse und Fleisch richtig durch sind, blubbern lassen. Und ja, würzen könnt ihr wirklich so, wie ihr das haben wollt. Ob ihr jetzt andere Kräuter reingebt oder anstatt Paprika anderen Frischkäse mit reingibt oder gar kein Frischkäse, ist jedem selbst überlassen. Ich habe das jetzt so gemacht, das ist schnell und sehr lecker. Und ja, Fleisch geht immer, ne, bei meinen fleischfressenden Mitbewohnern. Genau, deswegen passt das schon mal. Ich werde das jetzt hier ein bisschen verräumen und dann backe ich tatsächlich noch einen ganz kleinen Kuchen für morgen. Und fürs Wochenende oder für Sonntag mache ich dann morgen Abend was. So, ihr Lieben, jetzt bin ich auf der anderen Seite hier von der Küche und backe was ganz, ganz Schnelles mit Haferflocken. Ich mache jetzt einen Haferflockenkuchen. Einfach nur einen Haferflockenkuchen. Ich denke, das passt ganz gut. Ich mache ihn auch nicht unbedingt riesengroß, sondern ich denke mal auf dem Blech, aber halt etwas dünner. Und dann klatsche ich den eventuell, wenn es passt, wenn es klappt, mit sowas wie Nutella
oder sowas zusammen. Ich denke mal, das wird lecker sein. Und jetzt legen wir einfach mal los, solange mir meine Soße dafür morgen vor sich hin brutzelt. Genau. Wolltest du noch was, Schatz? Ja. Nö. So, legen wir mal los. Ich habe hier 3 Eier. Einfach nur 3 Eier. Ich mache auch heute nichts irgendwie extra abwiegen oder so. Dafür fehlt mir einfach die Zeit und auch die Kraft mittlerweile. So, 3 Eier. Jetzt nehmen wir mal so einen 125er Cup. Machen wir heute alles so mit Cups, mehr oder weniger. Machen wir das so abmessen. Damit ich einige wenigstens ein bisschen irgendwie so Maßangaben habe. Einen 125er Cup voll Zucker, dann Vanillezucker, und ich fange an mit Verrühren. Los geht's. Dann gebe ich einen Becher Schmand mit rein oder Joghurt, was man gerade da hat. Ich habe jetzt hier Schmand und zack, drinnen ist der. Einmal 200 Gramm Schmand, dann 100 Milliliter Öl. Man kann natürlich auch Butter nehmen, ich nehme jetzt Öl, 100 Milliliter. Das sind jetzt die ganzen flüssigen Zutaten. Jetzt habe ich hier meine zarten Haferflocken und ich nehme jetzt den 125er Cup. Natürlich sind das jetzt keine 125 Gramm. Haferflocken sind ja deutlich leicht, aber ich meine so vom Volumen her. Und die gebe ich rein. Einmal. Und dann noch einmal. Und jetzt nur noch Mehl und Backpulver. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen Kakao noch mit reingebe. Und ich gebe jetzt meinen Kakao hier. Ich glaube, ich nehme einfach ein bisschen Kakao noch mit rein. Und für Mehl nehme ich einfach den 250er Cup und gebe da direkt ein bisschen Kakao. Es muss nicht zu doll schokoladig sein, deswegen so ein Teelöffel oder ein bisschen mehr vielleicht reicht vollkommen aus. Dann das Päckchen Backpulver. Einfach noch ein bisschen mit dem Mehl und so vermengen. Und rein. Ich mache jetzt hier noch langsamer. Einfach einrühren. Das ist dann auch schon alles. Ratzfatz haben wir es fertig. Das ist jetzt der Teig. So die Konsistenz, nicht zu flüssig, nicht zu fest. Und jetzt hole ich einfach mal die Backform. Ich überlege gerade, ob ich das nicht doch lieber in einer runden Backform mache und nicht auf dem Blech, dann schneide ich den einfach auf. Ja, ich hole jetzt einfach irgendeine Backform. So, ich habe jetzt diese Backform genommen. Die ist, keine Ahnung, wie ein Durchmesser. Auf jeden Fall nicht die allergrößte, die ich habe, sondern eher die eine von den kleineren. Fertig. Das hat jetzt keine
5 Minuten gedauert insgesamt und ich schiebe jetzt schon den Kuchen in den Ofen. Bei 180 Grad Umluft und da er ziemlich flach ist, denke ich mal 25 Minuten, höchstens 30. Immer schön dann reinpiksen und dann wisst ihr auch schon, ob der durch ist oder nicht. Guckt, meine Lieben, wie mega fluffig der Kuchen geworden ist. Ich habe ihn jetzt aufgeschnitten und werde ihn mit der Creme, die ich gerade gekauft habe vorhin, beschmieren. Und dann einfach den oberen Teil draufsetzen und vielleicht mit Schokoglasur übergießen. Das ist auch alles. Mehr mache ich nicht. Das reicht vollkommen aus. Ist ja auch wieder nur für uns. Aber es gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist sehr, sehr locker geworden. Genau. Und jetzt einfach nur irgendwas in die Mitte. So, ihr Lieben, fertig. Ganz einfach, schnell, unkompliziert. Mega lecker, tatsächlich. Ich habe hier ein paar Krümel, die daneben gefallen sind, probiert. Ist sehr, sehr lecker, der Kuchen. Und wirklich super einfach gemacht. Habt ihr ja selber gesehen. Hier ist mein Hähnchen geschnetzeltes. Auch sehr, sehr lecker geworden. Morgen brauche ich dann nur noch Nudeln oder Reis oder Buchweizen, was auch immer. Mal sehen, wozu ich morgen Lust habe zu machen. Und dann haben wir was zum Essen und eben zum Tee. Ja, und jetzt ist auf jeden Fall Feierabend. Ich werde nur noch dieses Video schnell fertig machen und dann irgendwas im Fernsehen wieder mir angucken. Genau, der Geschirrspüler läuft noch. Wenn er fertig ist, darf Christian ihn einmal ausräumen. Und die paar Kleinigkeiten, die hier noch stehen, die Schüsseln und sowas, was ich gerade benutzt habe, einräumen. Und das Wochenende kann kommen. Das Schuljahr ist für Reife schon mal beendet. Isi hat noch eine Woche. Und dann haben wir Sommerferien. Bin sehr gespannt, was so alles kommt und vor allem, ob das Wetter endlich mal auch sommerferientauglich wird. Ja, das war jetzt heute unser Freitag oder mein Freitag zum großen Teil. Ein bisschen hier und da, so beim Haushalt, jetzt zwischen den ganzen Kochen, Backen, habe ich euch einfach nicht mitgenommen. Ich habe hier den Geschirrspüler gemacht, ich habe durchgesaugt, hier und da noch ein bisschen was aufgeräumt und so weiter. Dafür wollte ich jetzt nicht die Kamera immer hin und her schleppen, aufstellen. Musste heute ein bisschen alles schneller gehen, weil eben so lange jetzt unterwegs wieder gewesen. Es hat bei der Entlassungsfeier alles ein bisschen länger gedauert. Es hat sich auch alles nach hinten erstmal verschoben. Normalerweise sollte es um 15.30 Uhr losgehen. Ich glaube, es ging erst um 15:45 oder so los, so richtig. Genau, und dann ein paar Fotos gemacht und ja, Kind das mal weggebracht. Ich werde jetzt ein paar Fotos von mir und ihm raussuchen und einfach euch hinten dran hängen, weil das doch schon schöne Fotos sind, wo der Kerl hier, oh Mann, ich gehe mir wirklich nur bis zur Schulter. Das war so krass heute. Ich habe hier auch Fotos, aber die werde ich euch nicht zeigen, weil da ganz viele andere Menschen sind. Aber das war... Wir mussten echt lachen mit Dirk und Raffi hinterher, als er die Fotos gesehen hat, auch. Dieses, wo die Lehrer dem Kind oder dem... Ja, ich sage immer Kind. Egal, Kind. Zeugnisse überreichen, Handschütteln, Blümchen überreichen und so, ne? Und Raffis Lehrerinnen sind beide tatsächlich sehr klein. Ich bin ja schon nicht unbedingt besonders groß, aber die eine Lehrerin, die geht mir so ungefähr bis hier und die andere auch nur bis hier. Sie ist wirklich fast einen Kopf kleiner wie ich. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Lehrerin Rafi dann, genau die musste ihm dann das Zeugnis überreichen. Und dann steht sie so
die Hand zum Schütteln irgendwie, keine Ahnung, wie nach oben und den Kopf, um ihm ins Gesicht zu sehen, einfach richtig so in den Nacken. Mann. Der ist tatsächlich der Größte in der ganzen Klasse, ne, was die Körpergröße angeht. Und dann wurden die Kinder aufgerufen und eben mussten dann auf die Bühne gehen und dann gehen sie, ne, so. Die Mädels, kenne ich schon auch einige seit ihrer Geburt, gehen dann so, Mädchen, Raffi, Mädchen. Weil sie nach dem Namen, ne, nach dem Alphabet saßen, damit sie auch so rausgehen, um Zeugnisse in Empfang zu nehmen. Und dann hat es sich so ergeben, dass vor ihm, nach ihm gleich Mädchen waren. Und dann waren es noch kleine Mädchen, die haben auch ein paar größere. Und das sah so aus, ne? So, so Mädchen, Raffi, Mädchen. Ja, war aber trotzdem sehr, sehr schön. Ein paar der Lehrer kenne ich noch von Manuel, von seiner Einschulung. Also wenn man schon da wirklich zum Inventar halbwegs gehört in der Schule. Ja, okay, das war jetzt unser Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen ein super schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.